Venedig kann nur mit Booten, Gondeln oder zu Fuß erlebt werden. Dadurch wird Venedig viel intensiver wahrgenommen. Der den Palästen gewidmete zweite Tag der Reise macht dies deutlich. Damit die Distanzen nicht zu anstrengend werden, geht es mit einem eigens gecharterten Schiff durch das Bassino di San Marco zu den Sattare. Das Wetter könnte nicht schöner sein. Und wir haben uns doch gestern darüber Gedanken gemacht, wie man sich Venedig nähern soll, aus der Sicht derjenigen, die Venedig gestaltet haben. Die Kirche, die wir rechts sehen, jetzt die Santa Maria della Salute, genauso wie auch die Kirche die Redentore links vorne, diese beiden Kirchen, die eine stammt aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, venezianisches Barock, römischer Prägung. Die Kirche links drüben, die Redentore, ist die Redentore. Die Botschaften dieser weltweit einzigartigen Visitenkarte sind: Venedig ist eine maritime Macht und zum Meer hin ausgerichtet. Die Fahrt führt durch den Kanal der Giudecca entlang der Sattare, ein Stadtteil, der vom Massentourismus kaum frequentiert wird. Kurz vor dem Hafenviertel verlässt die Gruppe das Schiff und es geht wieder zu Fuß weiter. Während des Spaziergangs können auch essentielle Probleme der Stadt erörtert werden, wie die Wasserversorgung, die mit tausenden Bozzi gewährleistet wurde. Die Gassen von Dossoroduro und Santa Croce haben eine heimelige Atmosphäre bewahrt. Hier spielen noch Kinder auf der Straße, während Senioren eine Ombra, ein Glas Prosecco, trinken und sich Frauen über den Bräte unterhalten. In diesem fast goldonischen Ambiente befindet sich der Palazzo Zenobio. Mit seinen imposanten Dimensionen hebt er sich deutlich von den kleineren Häusern ab. Hinter dem Palast war einst ein großer Giardino all'Italiana mit einer eigenen Kirche. Der Palazzo ist einer der größten der Stadt. Die Familie Zenobio war einer der Nuovi Ricchi, der Neureichen, die sich in das Patriziat einkaufen konnten. In der Edellage von San Marco gab es keine Baugründe mehr. Hier, etwas abgeschieden, konnten sie ihren prunkvollen Palast realisieren. Die besten Stuckateure und die Schule Tiepolos waren bei der Ausschmückung des Palastes tätig. Mit französischen Spiegeln wurde der erste Spiegelsaal Venedigs realisiert. Das Deckenfresko zeigt symbolisch den Aufstieg der Familie Zenobio. In Lünetten werden die Künste gefeiert. Der Palast wurde im 19. Jahrhundert von armenischen Kaufleuten aus Indien gekauft. Diese schenkten das Haus den in Venedig ansässigen Mechitaristen, die darin eine Schule für armenische Kinder einrichteten. Daher bietet sich der Palast an, um die Vernetzung Venedigs mit den Armeniern zu beleuchten und über die armenische Kulturgeschichte zu reflektieren. Danach geht es wieder zu Fuß weiter. Zunächst zum Campo Santa Margherita, einem der wenigen Plätze, in denen sich noch ein urvenezianisches Ambiente erhalten hat. Als nächstes folgt der Palazzo Civran Grimani, der seit Jahrhunderten von derselben Familie bewohnt wird.
So, Damen und Herren, darf ich Sie bekannt machen, Gräfin Grimani heißt uns herzlich willkommen. Sie ist eine der Eigentümerinnen des Palastes. Und das ist eine tolle Konstruktion, die im Laufe der Zeit entstanden ist. Der Palast ist nicht auf einmal so hingestellt worden. Wir werden es oben hören. Und wenn Sie hineingehen, werden Sie merken, ja, dass das verschiedene Bauphasen sind. This is a typical Venetian palace, but we are living here. In dieser familiären Atmosphäre bietet sich Venedig von einer ganz anderen Seite, die normalerweise nie kennengelernt werden kann. Gegenüber dem Palast der Familie Mocenigo, die sogenannte Mocenigo-Kurve, rechts Palazzo Foscari, Palazzo Giustinian, hinauf der andere Palazzo Grimani von Michele San Michele, das Appellationsgericht drinnen ist, oben der Rialto, rechts gleich in unmittelbarer Nachbarschaft der Palazzo Balbi, also oben Palazzo Pisani Moretta, also alles da, Contarine, Figure, von der Geldorf, ne? Fantastisch, Sie kennen sich ja schon aus, ist Sie gestern durchgefahren. Ne? Sie. Also, die Familie Grimani gehört zur großen alten Familie Venedigs. Drei Dogen entstammen dieser Familie. Es hat im Wesentlichen zwei große Paläste gegeben, mehrere andere auch. Der eine ist hier, der andere ist da oben, da drüben. Das Appellationsgericht ist von Michele San Michele der Palast. Ja. Und am Ende des 18. Jahrhunderts, Napoleon, 1797, Campo Formido, Venedig wird aufgelöst. In dieser Zeit, in den letzten Zügen der Serenissima, ziehen die verschiedenen Teile der Familie in einen zusammen. Dieser Familie, dieser Pass gehörte davor der Familie Cipriani. Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto. Beatamente voglio vivere e godere l'aria del monte, perché questo incanto. Der kurzweilige Besuch im Palazzo Grimani mündet in einem Spuntino Ricco und einem Brindisi auf die charmante Gastgeberin. C'è l'impertinente menestrello dell'amore. Ha-ha! Il fiorire delle piante tiene festa questo cuore, sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto, canto per me. Beschwingt geht es weiter durch enge und verborgene Gassen, vorbei an verwunschen schönen Kanälen, durch den Sestiere San Polo zum Rialto. Aha! Oggi ama ardentemente quel ruscello impertinente menestrello dell'amore. Aha! Il fiorire delle piante tiene festa questo cuore, sai perché? Voglio vivere così, sì, già, col sole in fronte, e felice canto, canto per me. Das nächste Ziel ist der Palazzo Albrizzi, einer der bedeutendsten Barockpaläste der Serenissima. Hier in der Fassade sofort erkennen. Der mittlere Trakt mit Andron, Portico, Portico, Portico und den Risaliten rechts und links jeweils zwei Achsen. Und jetzt gehen wir hinein in den Andron. Und so ein Palast wie der hier musste einen Zugang vom Land haben. Und einen vom Kanal vom Wasser. Wir gehen jetzt vom Campo hinein in den Andron. Aus Sicherheitsgründen darf nur das Erdgeschoss gefilmt werden. Im ersten Stock befinden sich barocke Salons mit Stuckaturen aus der Schule Berninis und grandiose Ölgemälde von Pellegrini. Wer dies sehen will, sollte bei der nächsten Anabasis-Reise nach Venedig dabei sein.
Paläste dort, der Palazzo Fassetti und der Palazzo Loredano. Mezzanotte per amar, mezzanotte per sognar fantastica. Die venezianischen Kulturwanderungen münden schließlich in einem frühabendlichen Spaziergang, in dem Dr. Grothaus ausgewählte Paläste am Canal Grande erklärt. Diese Wanderung ist ein unvergessliches Privatissimo, das das Gewordensein und die Befindlichkeit der Stadt verständlicher macht. Fidar di un bacio mezzanotte, senza baciarsi c'è la luna, farmi fidare, perché la luna mezzanotte. Non ti fidar di stelle galeotte, parlando che invitano sarà la mia stella. Solche Kulturwanderungen machen hungrig. So ist die Gruppe bestens vorbereitet für das Abendessen, das der Küche des Meeres und der Lagune gewidmet ist. Mezzanotte per amar, mezzanotte per sognar fantasia.